Sawadika! Herzlich willkommen, ihr Lieben. Mami und ich rocken heute wieder die Küche und heute wird es schon wieder lecker, wie immer. Eigenlob muss sein. Und wir machen heute, Mami, was machen wir? Gebraten. Ja. Aubergine. Ja. Mit Thai Basilikum. Mhm. Und noch dazu Chili. Ja. Thai Style. Ja. Und natürlich Knoblauch, gell? Und Leute, mit Thai-Basilikum, wenn ihr schon mal Thai-Basilikum probiert habt, bin ich mir sicher, werdet ihr es auch lieben. Und es ist dieser bei Horapa, gell, Mami? Mhm. Dieser Horapa-Basilikum ist das süße Thai-Basilikum, gell? Und das hier ist aus Mamis Magic Garden, auch noch selber angepflanzt. Bio. Und, ja, bio und mit Liebe angepflanzt. Wir brauchen nur wenige Zutaten. Ein weiterer Zutat ist diese Sojabohnenpaste. Das bekommt ihr dann auch in den Asia-Shops. Das schmeckt auch so lecker. So richtig schön salzig und deftig. Stimmt, ist noch mit Chili. Ja, genau. Auch noch ein bisschen scharf, aber nur ein bisschen, gell? Sojasauce. Und du und ich. Ja. Und ihr. Ja. Und nur Augen zu, ja. Dann sofort fertig. Ja, alles klar. Einfach. Ja, dann zwei Augen zu und dann los geht's. Schauen wir uns noch mal kurz die Zutaten an, gell? Da brauchen wir Knoblauch und große, lange Peperonis. Wie viel ihr von was braucht, findet ihr wie immer unten in der Infobox, gell? Und natürlich Aubergine. Ich liebe Aubergine. Und da ist auch schon unsere Sojabohnenpaste. Wir haben hier die Variante mit Chilis genommen. Ihr könnt auch die normale Variante ohne Chilis nehmen. Und wenn ihr die Sojabohnenpaste nicht bekommt, dann nehmt ihr später beim Kochen einfach mehr von der hellen Sojasauce, gell? Weil die Sojabohnenpaste ist so intensiv, würzig, salzig. Guck, da ist schon helle Sojasauce. Also wenn ihr ohne Sojabohnenpaste kocht, dann braucht ihr mehr von der hellen Sojasauce, gell? Und das ist Horapa. Horapa ist Thai-Basilikum. Ihr könnt bestimmt auch mit ganz normaler Basilikum kochen, aber diese Horapa-Basilikum ist so schön leicht süßlich, hat einen unvergleichlichen Duft. Ich liebe es. Peperoni schneiden wir in so längliche Streifen. Knoblauch wird platt gehauen und dann in Feu-Feu-Stückchen gehackt. Jetzt wird die Aubergine vorbereitet. Da entfernen wir auf jeden Fall hier die dunkle Schale außen. Das hat den Vorteil, dass wir später nicht so viel Öl brauchen beim Kochen. Aber wenn ihr mögt, könnt ihr auch gerne noch ein bisschen Schale dran lassen, gell? Dann machen wir auch schon die Aubergine ready, halbieren sie, schneiden dann so 3 bis 4 längliche Streifen und schneiden die Aubergine dann in regelmäßig große Stücke, damit die später beim Kochen alle gleichzeitig durchwerten. Und jetzt geben wir Salz über der gesamte Aubergine und mischen das schön mit der Aubergine zusammen und das lassen wir 30 Minuten ruhen. Die halbe Stunde, 30 Minuten sind rum und wir haben jetzt das Salz aus den Auberginen rausgewaschen, gell? Und Mami hat gesagt, es ist perfekt, weil dann sind die Auberginen schön weich und die sind nicht so dunkel, bleiben so schön hell. Wenn nicht aufmerksam, dann schlage ich. Also aufpasse, los geht's. Wir geben Öl in die Pfanne und sobald das Öl heiß ist, geben wir unser Knoblauch dazu, braten das Ganze schön duftig an und dann kommen auch schon unsere Auberginenstückchen mit in die Pfanne rein, kurz anbraten. Dann geben wir stilles Wasser, ungefähr so ein halbes Gläschen stilles Wasser mit dazu. Machen den Deckel zu und lassen das Ganze 10 Minuten bei kleiner bis mittlerer Hitze so schmoren. Und nach 10 Minuten sind die Auberginenstücke alle so schön weich und durchgekocht. Und dann geben wir auch schon hier die Sojabohnenpaste mit dazu. Helle Sojasauce kommt da noch rein. Ich krieg schon Hunger, wenn ich da wieder zuschaue. Und dann kommen auch schon die Horapa-Basilikumblätter da rein.
Boah, und der Duft in diesem Moment, der Wahnsinn. Und da haben wir noch braune Zucker mit da reingegeben für so einen leicht süßlichen Flavor. Und da kommen auch schon unsere Peperoni-Stückchen dazu. Alles ineinander anbraten und fertig! Express-Ticket nach Thailand ist ready. Das schmeckt so mega, mega yummy, weil die Aubergine ist so richtig weich, so geschmeidig. Die schmelzen sofort im Mund, weil wir hier auch die Schale abgemacht haben, gell? Und die einzelnen Geschmäcker, ja, express gemacht. Und Pflaumen nicht so viel Öl zu braten. Das stimmt. Und die einzelnen Geschmackskomponente ganz fein, so salzig, bisschen scharf, bisschen süßlich. Und dann dieser Duft vom Thai-Basilikum, gell? Ich bin mir sicher, das werdet ihr lieben, gerade wenn ihr sowieso Aubergine-Fans seid. Vielen lieben Dank, dass ihr bisher hergeguckt habt. Und vielen Dank auch für eure Unterstützung, gell? Mami und ich hoffen, das Video hat euch gefallen und dass ihr Hunger bekommen habt und das nachkochen wollt. Khap khun kha! Dankeschön! Bis bald, passt gut auf euch auf, gell? Die Fliege vorbei. Wo ist die Fliege? Ja, vorbei. Ja! Fliegen lieben Thai-Food, gell? Die kommen immer sofort, sobald es thailändisch gibt. Dann fliegen wir jetzt auch schnell ab. Bye-bye, Leute! Swadee khap! Bis bald!